Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu AC2. Ja, wir hatten das letzte Mal die ganzen Aufträge der Familie erledigt, vom Bruder, von der Schwester und jetzt ist natürlich die Mutter an der Reihe. Und los geht's. Ich Maria. weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach, bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. So, die Maria hat uns, also unsere Mutter hat uns noch gar nicht gesagt, wo wir hingehen werden. Wofür sie uns braucht. Deshalb laufen wir auch einfach mal hinterher. Allzu weit kann es ja jetzt auch nicht sein. Oder hat sie was gesehen? Nee, ich glaube nicht, oder? Leonardos Wer Werkstatt in sind wir? Florenz. Datenbankzugang. Ah. Schauen wir mal. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Oh, das Genau. Christina müsste. Zurück nach Hause also. Si. Ezio, hilf Leonardo, ja? So, Kiste zurückbringen, oder wie? Ihr Objekt So, erstmal Ezio, was aufheben. machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Leonardo da Und Vinci? du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ah, die bleiben Ich würde stehen, lieber wenn ich auch Planck stehen schlagen. bleibe, ne? Viel direkter. Renn mal. Architektur vielleicht. Ja, Oder gleich. Anatomie. Es reicht mir nicht, die So, Welt abzubilden. wo müssen wir Ich will sie lang? verändern. Ah, zurück. Oh, Leonardo. Zurück? Ich Zurück zu unserem zweifle Haus. Nee, nee, nicht, nee, zurück dass zu ihr unserem das Haus. Ding vollbringen Nicht so werdet. zu. Vielen Grazie, Madonna. Wie nett von euch. So. Abendsport. Tut beiden gut. Kommt der Künstler da mal raus aus seinem Versteck und seine Mutter hat auch mal Bewegung. So. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Gut, wir haben alle Aufträge gemacht, oder? Ja, und jetzt haben wir hier den nächsten Auftrag. Was ist das? Schauen wir mal. Ah, der Ezio, Vater. komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Nein, keine Sorge, wir besuchen Christina nicht nochmal. Ezio macht doch keinen Ärger. Nein, Nein, überhaupt nicht. wie hat der Arzt gesagt? Warum wundert es mich nicht, dass ihr da seid? Gut, wo laufen wir hin? Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. So, mal gucken.
Moment, irgendwie müssen wir da rüber. Oh, war doch gut gelöst. Boah, jetzt müsstest du gleich da. Ah, da ist ja der Taubenschlag, genau. Okay. Perfekt. Dann machen wir als erstes den Taubenschlag. Okay, das war Nummer 1. Ja. Alternativkamera. Okay. Das war die Alternativkamera, aber das kannten wir schon. Kann ich hier irgendwo... Du kannst da runterspringen. Ja, ja, aber... Komm schon. Pass auf, dass wir die Deplatz sehen. Ah, ja. Ah, okay. Komm, mach mir die schnell. Weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit vor denen wegzurennen. Ich sehe nichts. Moment. Ich darf nur einen Gegner auf einer Seite haben. Also kontern, genau. Super. Die nächsten auch noch. Krieg ich's nochmal hin zur Kante? Ja, er muss halt angreifen. Ah. Komm. Geht schneller. Noch die anderen zwei Aufgaben. Was war das nochmal? Zwei Geschäftspartner, wir müssen ein Paket überbringen. Ah, genau. Und hier haben wir schon den aber einen. Hoch, genau. Hier, hier drüben. Wo? Ich glaube hier rechts, ja genau. Einfach runter. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Warum gibt sich unser Vater als wohlhabender Bankier mit so Leuten ab? Das ist jetzt rauszufinden. Das gilt es jetzt rauszufinden. Ich nehme an, also von den Kleidern her und seiner Verstohlenheit, dass er ein Dieb war. Oh, ein Balkon ohne Kiste. Ach Mann, oh. Egal. Und warum kriegt unser Vater Nachrichten aus einem Taubenschlag? Und nicht wie üblich mit einem Boten oder so? So, da unten haben wir das nächste. Ja, lass dich fallen. Ach komm. So. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Guter Humor. Okay, mit Huren gibt sich unser Vater also auch ab. Und zwar geschäftlich. Also, ja. Nicht so geschäftlich, anders geschäftlich. Ach, da war eine Nebenmission, ich bin vorbeigerannt. Na egal. Ich laufe erstmal genau zurück. Moment, wo war der Eingang? Ich will nicht schon wieder dran vorbeirennen. Verzeihung. Nebenmission dazwischen? Ja, könnten wir schon mal machen, ne? Machen wir mal eine Nebenmission. Die Kiste bringt das schnell ans Ziel. Es ist halt ein bisschen laut geworden, ist aber so, ich bin gerade nur ans Mikro gekommen. Die beiden Briefe den bewachten Empfängern überbringen. Holen wir noch die Kiste schnell hier links im Zimmer. Was, links im Zimmer? Oh, das sind zwei Kisten. Boah, das wird mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen enger. Ich kann hier drin nämlich nicht rennen. Aber für knapp 400 noch was Florin hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja. Vor allem, wir kriegen wahrscheinlich nur 100 Florin oder so dafür, dass wir diese Mission erledigen. Eben. So, lasst uns mal durch. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber? Was?
Hat sich gar nicht so gut angehört, ne? Nee. Komm ich bis nach drüben? Nee, komm ich natürlich nicht. Ja, kommt, Jungs. Für euch habe ich jetzt keine Zeit. Spreche. Im Ernst. Dann schlag die kaputt. Sonst nerven die dich die ganze Zeit. Nur nicht runterfallen, ne? Komm. Da ist noch einer. So. Oh, eine etwas ältere Frau. Ich nehme das mal. Nein! Das Adlerauge aktiviert, genau. Jetzt habe ich noch 2,5 Minuten. Müsste eigentlich zu schaffen sein, wenn du dich jetzt beeilst. Oh, ist doch nur eine ganze Ecke weg, ne? Ja, ja, das ist das Problem. Aber es müsste trotzdem machbar sein. 2 Minuten. Schauen wir mal. Ja, das ist sogar euer Mann. Ah jo, alles kein Problem, wir sind ja schon fast da. Ach komm, lass dich da mal fallen, du bist unten sowieso schneller. Ja, unsere Zeit wird knapp. Aber wir sind ja schon da und haben noch 1 Minute 50 von da. Nein, kann ich nicht. Perfekt. Alles klar. Oh, grazie. Noch eine Frau. Ja, und da seht ihr es, nur 100 Florin für eine Nebenmission. Das ist halt schon relativ wenig. Ja, und es hat ja mit den Kisten und alles noch gepasst, ne? Eben. So, ich laufe jetzt mal schnell über die Kirche. Ich glaube, später werden die Nebenmissionen auch mehr Geld einbringen, ne? Das ist jetzt nur am Anfang so. Ja, ich hoffe mal. Da wäre theoretisch noch eine Nebenmission. Runterlassen, genau, runterlassen. Ich würde nämlich jetzt nur ungern irgendwie. So. Okay, alles erledigt, Papa. Vater? Federico! Nein, ich bin zu langsam. Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter. Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Tja, das ist traurig. So, wir müssen zur Zelle unseres Vaters. Ich glaube, wir können auch hinlaufen und dann doch schon die Folge bald zu Ende sein, oder? Ja, das Gespräch mit unserem Vater wird dann wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, auf jeden Fall erst in der nächsten Folge sein. Aber den Weg hin, den machen wir jetzt noch. Boah. Also normalerweise ist jeder Mensch tot, aber Ezio ist ja kein normaler Mensch. Ja, oder zumindest mal gebrochene Knochen oder sowas. Ja, wir haben auf jeden Fall hier einen richtigen Superhelden am Start. Im Gegensatz zu seinem Vater, der jetzt schließlich im Gefängnis sitzt. Ja, also er war nicht ganz so super. Der war wahrscheinlich schon ein Held, aber nicht so super. Ja, was die Mutter uns ja eigentlich vorher erzählt hat, war, dass unser Vater aussagen sollte über... über einen Francesco de Pazzi, der ein Mörder sein soll. Oh, wir sind jetzt hier schon bei der Zitadelle im Sperrgebiet. Da hinten ist eine Feder. Und
Es ist jetzt natürlich denkbar, dass Francesco seinen Einfluss geltend gemacht hat, um genau das zu verhindern, was unser Vater aussagt. Gleich. Drehst du dich um? Ach komm, sei so lieb und dreh dich um. Doch, jetzt ist er wieder neutral. Da ist jetzt uns gerade fast das Mikro umgekippt. Auf, jetzt ist der Weg frei, oder? Einfach durch und hoch. Ich warte, bis er ein bisschen weiter weg ist. So. Jetzt aber Perfekt. ratzfatz. Und jetzt auch einfach durch. Ich habe gerade nicht geguckt. Oh, Oh, da jetzt gucken Sie. musst aber eigentlich nur auf die eine Seite Komm, kommen. komm, 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 komm. Alles noch gut, alles noch gut. Uah, puh. Perfekt. So, und jetzt hier noch höher. So, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.